So, liebe Leute, guten Morgen in 2018. 1.1.2018. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins neue Jahr auf alle Fälle. Das Feldbase hatten wir gestern. Heute kommt was richtig Geiles dran. Ihr habt es im Hintergrund vielleicht gerade schon gesehen. Ein Muscle Bike. Also wirklich ein Original Muscle Bike. Ich freue mich, es euch gleich zu präsentieren. So, ich würde mal sagen, wir starten. Geht los. Wie gesagt, Muscle Bike. Das Zauberwort der 60er, 70er Jahre. Das ist hier ein etwas späteres wahrscheinlich. Das wird so Ende 60er, Anfang 70er sein. Kann ich nicht genau einschätzen. Vorne der Aufkleber. Das ist alles nicht original. Hier, der ist original. Ja, Rock 20. Modell Depositado Cicli Vivi. Cicli Vivi. Ich habe noch nicht angefangen, dieses Rad aufzubauen, umzubauen, etc. Dann hätte ich erstmal auch wahrscheinlich das hier abgebaut. Das war wahrscheinlich mal eine Mörderlampe drauf. Oder dieser Tacho, dieser geniale Tacho vom VDO. Ne, mit Tacho, eine Seite Uhr oder sowas. Das war total teuer. Keine Ahnung. Wurde auf alle Fälle irgendwas abgerissen hier, ne? Ist, wie gesagt, im Zustand, so wie es bei mir angekommen ist. Der Lack ist so ein sogenannter Scooterlack. In Blau. Dunkelblau. Mitternachtsblau. Metallic. Ja, dieser Metallic-Effekt nennt man wohl Scooterlack. Wurde mir mal gesagt. Und der Sattel, genial. Samt. Ein Samtsattel. Mit Lowrider. Bezeichnung Lowrider ist der originale. Das ist auch schön. Ja, ansonsten hinten ist es platt, aber hinten ist die Bereifung auch nicht original. Vorne ist die Bereifung auch nicht original, aber eben zeittypisch. So wurde damals bereift. Das waren die alten BMX-Reifen. Ja, ist auch schon ein bisschen älter hier. Der wurde auch schon mal nachgepinselt, wie es fast aussieht. Weiß ich nicht genau. Auf alle Fälle genial. Geniales Stück. Ich gebe es sehr ungern her, dieses Stück, ja. Aber ich habe einfach den Platz nicht. Was soll ich machen? Ich habe den Platz nicht dafür. Schaut es euch an, die andere Seite. Ultramassiver Rahmen. Also der Rahmen ist ein Wahnsinn, wie der gebaut ist. Ja, also das wirkt unheimlich mächtig, massiv und stabil. Ist er wahrscheinlich nicht mal. Ist ein einfacher Rohrrahmen, aber... Aber es sieht so unheimlich kräftig aus. Ja, da steckt ein bisschen Arbeit drin. Also man müsste das komplett zerlegen eigentlich. Und dann richtig den Rahmen, den würde ich glatt so lassen. Ja, da ist noch eine kleine Beule ist hier oben drin. Sehe ich gerade hier. Aber die ist auch schon lange. Schon Patina. Aber... Schick. Auf alle Fälle. Der Original-Kettenschutz ist dran. Mit den Löchern hier, mit der Lochverzierung hier. Auch genial. Ein Gang, natürlich. Bei dem jetzt hier ein Gang. Wie es aussieht, war da auch keine Schaltung dran an dem Teil. Ansonsten hätten wir hier irgendwelche Spuren, irgendwelche von der Schaltkulisse oder so. Irgendwelche Klemmspuren oder so, aber ich sehe hier ehrlich gesagt nichts. Deswegen würde ich mal denken, da war auch nichts dran. Ja, wie gesagt, hier fehlt ein Schräubchen, so eine Kleinigkeiten. Also, um es fahrbereit zu machen, platter Reifen, also ein Schlauch und eine Schrauberin hier vorne. Fertig und das Ding fährt wieder. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich ein absolut seltenes Stück. Mhm. Der Lenker, Ape-Hänger, natürlich, darum ging es ja, Harley-Kopie. Was defekt ist noch, was auch ersetzt werden müsste, ist die Aufnahme, die Klemmung für den Lenker. Hier sieht man, da ist ein Stück weggebrochen von dem Druckguss, von dem Aluminium, von dem, was den Bügel sozusagen verstärkt, die Bügelschelle. Und hier ist es ganz weg. Es funktioniert mit Sicherheit auch so, ist aber wahrscheinlich nicht so
geeignet dafür, weil du brauchst ja schon ein bisschen mehr Aufnahmefläche sozusagen als Druckpunkt, als nur diesen kleinen Bügel. Damit könnte passieren, dass du dir den Lenker abscherst, dass der dann irgendwann abbricht, obwohl du beim Apehänger nicht so viel Last drauf hast. Natürlich, dass du fährst dann kein Downhill oder so, da hängen ja nur deine Arme dran. So. Also, das ist ein Showbike und wird auch ein Showbike bleiben, wahrscheinlich. Wie gesagt, ich verkaufe es nur sehr ungern, aber ich habe den Platz gerade nicht. Wenn ich 30 Räder nur behalten will, dann sind das halt auch wirklich nur 30 Räder, kann ich nicht weitermachen. Geniales Stück. Ich finde es total geil. Mit der Sissy Bar hinten und das ist alles so genial. Das sieht so geil aus, das Ding. Ja. Und es ist ja der totale Kult jetzt auch. Muscle Bikes. Bonanza Räder, da ist was schon wieder ein bisschen out. Aber da könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Bonanza Rad, Muscle Bike oder was gab's noch? Der Start ins neue Jahr mit dem Rad ist wirklich ein Hammer. Also das ist wirklich ein schönes Stück. Selten zu finden, damit seid ihr wirklich fast in eurer Stadt unterwegs oder so. Das haben wenig Leute, haben noch so ein Ding. Und das ist eben jetzt noch im Urzustand. Also da ist noch nicht irgendwie großartig modernisiert worden an dem Teil. Bis auf die Vorderradfelge offensichtlich. Die wurde mal getauscht, das ist eine Aluminiumfelge schon. Hinten ist noch eine Stahlfelge drin. Den Stahl, nehme ich mal an, war das Originale. Ja. Wobei die Narbe könnte auch original sein. Vielleicht umgespeicht oder so. Also wenn man da noch ein Vorderrad findet, 20 Zoll mit Stahlfelge. Wahrscheinlich lieber so eine breite Stahlfelge, noch diese dicken, fetten und dann so. Also kriegt schon echt Lust, das jetzt gleich wieder aufzubauen. Ja. Da fehlt auch noch ein Schräubchen. Ja, hier hinten, wie gesagt, Schräubchen fehlen diverse. Die Aufnahme hier für den Lenker ist zu erneuern, beziehungsweise anders zu gestalten, anders zu klemmen. Und die Druckstücken sind halt nicht mehr da. Und das Hinterrad. Naja, da brauchen wir vernünftige Reifen hoch. Ich meine, was ist denn das? Das ist ein Rotcruiser. Das ist halt modern. Der ist Müll. Also der passt da überhaupt nicht ran an das Rad. Das kann man mal machen, um das Ding einfach mal zu testen, zu fahren. Aber so kann man das nicht machen. Also schaut es euch nochmal an in Ruhe. Und das war's von mir aus jetzt. Und ich wünsche euch, wie gesagt, einen guten Start ins neue Jahr. Werdet erstmal wach. Schaut euch das in Ruhe an. Und wenn ihr Bock habt auf ein richtig geiles Projekt, wo ihr dann wirklich im Sommer auch mit fertig seid und könnt damit losheizen. Das sieht einfach cool aus. Oder hebt es euren Kindern oder was weiß ich denn. Das ist ja wirklich ultra kultig. So was ist Show, so was ist geil. So was könnte man an eine Wand klatschen. Die Leute kommen immer wegen so was. Das soll alles raus. Ich habe Projekte, ich habe was vor. Schaut es euch an. Genießt es, kauft es. Das muss auch Geld bringen. Ich fange nicht bei 1 Euro an da. Oder mache ich das als Auktion? Ey, was soll ich denn machen? Soll ich das als Auktion einstellen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken wir mal. Muscle Bike. Ey, ist echt schön. Schöne Basis. Wie gesagt, der Sattel ist zwar da, aber eins muss ich euch sagen. Der Sattel ist so unbequem. Wahnsinn. Also generell diese Sättel. Ich habe mal jetzt nicht von dem spezifisch. Ja. Aber diese Sättel, die sind so weit von unbequem. Das ist der Wahnsinn. Für Erwachsene. Kinder merken sowas nicht. Das mega Rohr, das fette Rohr, das Schutzblech, original, ja. Das Originalblech, was hier hinten so angedockt wird, an den Rahmen. Ja, das kriegst du, wenn das weg ist, kriegst du das nirgendwo wieder. Und hier ist es da, hier ist es vorhanden. Einfach genial. Schutzblechsatz extra für dieses Rad angefertigt. Das Vordere ist ein bisschen eingerissen hier. Das ist ein bisschen schade. Wobei das aber eben ein einfaches ist. Also das hat keine spezielle Aufnahmefunktion oder sonstiges, also es hat drei Löcher drin, da wird es geschraubt, aber das war's, also das kann man ersetzen, ne? Sieht sowieso nicht schön aus, so ein bisschen eingeknabbert, so könnte man. Ja, ansonsten natürlich üblicherweise ist es eine ganz, 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 ganz simple Ausstattung, das darf man auch nicht vergessen, also es ist ganz günstiges Material, haben sie immer genommen bei den Dingern,
Die haben dann nichts Special oder Sonstiges. Ja, die haben einfach nur Design und zusammengelötet und gebrutzelt und sich wahrscheinlich auch ein bisschen ausprobiert damals mit den Sachen. Und das ist die Nutilung. Das sieht fantastisch aus. Also ich verabschiede mich. Bis morgen. Wir sehen uns. Hier euer Rock 20.